Hallo Leute des gepflegten Radsports und willkommen auf meinem Kanal. Mit dabei ist heute Ralf. Wir sind heute hier in Mering und probieren unser Glück. Hoffentlich ohne Knochenbrüche. Viel Spaß. Aber jetzt für die erste Runde. Kurz darauf kamen dann auch noch Jürgen und Jan dazu und sind wir noch mal ehrlich. In der Gruppe macht das Ganze doch noch viel mehr Spaß. Dann ging es auch schon los und wir starteten unseren ersten Zug in die Enduro-Line. Gleich der erste größere Double war einer meiner Tagesziele und ich ließ mich prompt von meinen Kollegen ziehen, was hervorragend funktioniert hatte. Da Jan auch seine Actioncam dabei hatte, ergriffen wir die Chance und filmten parallel nach hinten. Eine sehr interessante Perspektive, wie ich finde. Wie gefällt euch denn das Ganze? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Das zweite Tagesziel war in Sicht, aber nach dem großen Double am Anfang war das hier nur noch ein Klacks. We'll be right back.
Nun ging es in die Traverse. Diese wurde auch stark überarbeitet. Es kamen viele Anlieger dazu und der Flow wurde verbessert. Eine richtig schöne Line, wie ich finde. So Leute, wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat und ihr eventuell zukünftig mehr davon sehen wollt, dann unterstützt mich doch, indem ihr einen Daumen hoch oder noch besser ein Abo da lasst. Denn nichts motiviert mich mehr als positives Feedback. Vielen Dank. Nun ging es in die Freeride. Diese war vom Grip nicht sehr ideal. Sie war sehr trocken. Auch hatten wir zwei Sprünge in Nosedive gelandet. Wir waren letztes Jahr schon im Mehring und konnten uns nicht daran erinnern, dass die letztes Jahr so gekickt hatten. Dann ging es in den Grenzgraben. Gleich der erste Sprung hat mich so geflättet,
dass ich die nächsten zwei links liegen ließ. Zu guter Letzt ging es dann noch einmal in den Mosh Trail. Für alle, die sich jetzt wundern, Moment, da fehlt da noch was. Richtig, der Dschungel. Auch dort waren wir gefahren. Da wurde auch einiges gebaut, es kamen viele Drops dazu. Aber die oberen drei Abschnitte haben uns einfach besser gefallen. Und von daher haben wir uns auch dann mehr in diesem Bereich aufgehalten. So Leute, ein erfolgreicher Tag in Mering ging zu Ende. Wir haben einiges genommen, was wir beim letzten Mal nicht gemacht haben. Von daher Tagesziel erreicht. Wir lassen alles ausklinken mit einem schönen Bier-Mischgetränk und bis zum nächsten Mal. Ciao.